Hallo ihr lieben Zuschauer und damit ein herzliches Willkommen zu meinem Video, das sich nennt Warum heute noch Brief? Die Antwort darauf bekommt ihr jetzt. Briefe sind etwas Persönliches, da sie mit der Hand geschrieben worden sind, deswegen wirken sie auf mich persönlich vertrauter. Briefe kann man in einer Schublade oder Kiste, wenn sie geheim ist, aufbewahren und man kann den Brief immer wieder zur Hand nehmen, wenn man ihn sich nochmal durchlesen will oder alte Fotos darin findet. Das kann man bei Textnachrichten bei WhatsApp zwar auch, aber nicht auf einen längeren Zeitraum, denn irgendwann verschwinden diese Nachrichten immer wieder vom Handy und dann bleiben sie für immer weg und sind gelöscht. Das kann man beim Brief nicht, denn ein Brief, den kann man in einer Kiste oder Schublade für längere Zeit aufbewahren, wenn die Kiste oder Schublade natürlich geheim ist und keine anderen diesen Brief darin finden. Und deswegen kann man den Brief sich immer wieder durchlesen und hat dann sofort wieder ein strahlendes Lächeln auf den Lippen. Wir brauchen den Brief, da es dazu verhelfen kann, dass wieder mehr Leute sich miteinander unterhalten. Wenn man etwas nicht gleich persönlich besprechen will, dann sollte man es zumindest kurz in einem Brief zusammenfassen und diesen dann dem Gegenüber geben oder den Brief persönlich oder den Brief in den Briefkasten einwerfen. Danach kann man sich für eine Besprechung treffen oder sich wiedersehen und dann darüber über dieses Thema sprechen. Dadurch werden nicht mehr so viele SMS geschrieben und nicht mehr stundenlang am Handy gesessen, sondern es wird wieder mehr miteinander geredet. Geht ein Brief zum Beispiel aus einem Urlaubsort nach Hause, kann man in dem Brief sogar zu dem Geschriebenen noch ein paar Fotos dazulegen, denn dann hat die Familie oder Bekannte oder wer sonst auch zu Hause ein strahlendes Lächeln natürlich auf den Lippen. Meine Schlussmeinung zum Thema Brief ist, ein Brief ist und wirkt persönlicher, denn er gibt mir das Gefühl, dass die andere Person es ernst meint und ich kann dieser Person, die mir den Brief geschrieben hat, vertrauen. Außerdem kann ich mich danach auf eine Besprechung, ein Wiedersehen oder ein Treffen freuen. Wenn Fotos dabei sind, kann ich diese natürlich auf meiner Wand aufhängen oder sie in einer Kiste oder Schublade aufbewahren. Deswegen sollte man öfters Briefe schreiben, da diese einfach besser, persönlicher und das Gefühl von Vertrauen von der anderen Person auf andere übertragen wird.